Es hat mich in meiner Persönlichkeit gestärkt und das ist eine Erfahrung, so doof sich's anhört, die möchte ich nicht missen in meinem Leben. Die Sichtweise auf alles ist jetzt natürlich anders. Viele Sachen, die mich vorher interessiert haben, so, oder wo ich mich aufgeregt habe, die sind mir scheiße. Ich habe gemerkt, dass es wirklich Wichtiges im Leben gibt. Dass ich mein Leben ernster nehme, dass ich weiß, dass es innerhalb von ein paar Sekunden zu Ende sein kann. Dass ich deswegen jeden Tag so lebe, dass er mir Spaß macht. Es hat mir gezeigt, dass ich eine Kraft in mir habe, die ich vorher nicht kannte. Ich war immer sehr schüchtern gewesen, zurückhaltend. Ich habe viel mit mir machen lassen und das mache ich jetzt nicht mehr. Das Selbstbewusstsein ist viel stärker. Das Bewusstsein für alles, das Wertschätzen von kleinen Sachen ist viel stärker. Das heißt immer, wenn man Krebs hat, darf man auch mal egoistisch sein. Weil dann kommt es drauf an. Und blöd es klingt, aber der Krebs hat mir geholfen, mich von toxischen Menschen aus meinem Leben zu verabschieden. Ich glaube, ich hätte länger gebraucht, für mich selbst einzustehen, wenn ich nicht die Krankheit bekommen hätte. Vielleicht noch ein paar Jahre mehr. Einfach mal selbst sein. Das machen, was man, worauf man Bock hat. Wenn du etwas willst, dann holst du oder genieß es. Also ich hatte eine Zeit lang, durfte ich nur so eine Art Schonkost essen. Also ich hatte vielleicht 10 Gerichte, die ich über 2 Monate oder so essen konnte. Und danach habe ich mir geschworen, wenn ich Lust auf was zu essen habe, dann esse ich es auch. Diese Momente, diese kleinen schönen Momente mehr wertzuschätzen, weil das auch das ist, was das Leben ausmacht. Einfach das Leben genießen.